Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und wir werden das jetzt spielen, weil ich nicht will, dass mein toller KI-Partner meine Kavallerie so verheizt. Und ja, ich frag mich gerade, warum ich rausgehe aus der Stadt. Das macht in meinen Augen wenig Sinn, aber okay, warum nicht? Ich brauche die Stadt nicht. Wahrscheinlich, weil er die ganze Zeit belagert hat und... Nee, hä? Ich greife ihn an. Ach so. Aber warum... Hey? Warum hat das gerade so lange gedauert? Ich greife also ihn an und er hat eine sehr schöne erhöhte Position. Upsi. So, dann werde ich das so machen. Ja. Dass ich das gibt's doch nicht, ey. Es fing schon sehr gut an, ey. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Kavallerie, 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 wupp. Kavallerie, 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 wupp. So. Das kommt jetzt alles wieder so unsortiert. Oh. Wie soll ich denn damit leben? Entschuldigung. So. Sind das jetzt alle? Ich glaube schon. So, also bitte hierhin, Hopliten bitte dahin. So, Phalanx bitte hier unten. Das sind Pikiniere. Das ist Bürgerwehr, die kommt nach da. So, Pikiniere nach hier bitte. Hoplitenbürgerwehr kommt nach dahin. Die kommt auf die linke Flanke. Die Fernkämpfer kommen hier zentral natürlich. Mit denen gekuppelt. So. Die Kavallerie passt mal hier auf. So und so. Die kommen mal ganz zum Schloss, die... Ich warte die ganze Zeit, dass er hier rauskommt. Ich wundere mich gerade sowieso. Erstens, dass mein Stuhl automatisch nach unten sinkt. Und zweitens, dass er angreift. Weil es hieß ja eigentlich, dass... Also... ich konnte entscheiden, was für Wetter es ist. Deswegen dachte ich jetzt eigentlich, dass... Ah, hier ist der Legion. Legion ist gar nicht so schlecht. Schneller Angriff. Uiuiui. Okay. Da werde ich sehr viel Spaß mit meinen Engage mit den Kataphrakten, also mit der Kavallerie sein, haben. Sein und haben. Das ist hier die Frage. Seid ihr mal da? Alter, wie lange brauchen die denn? So. Meine Kavallerie geht mal hier hin. Zum Glück sind die... Ei, das tut richtig weh. Gerade noch rechtzeitig. Unser General wird angegriffen.
angegriffen. Ja, das kann gut sein. Ihr macht bitte auch Phalanx an. Ihr geht dahin. Ihr schaut mal, was hier so abgeht. Der konzentriert sich gerade ziemlich auf meine linke Flanke. Aber Ultra. Bitte alle laufen. Nice. Schön umflankieren. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Dass seine Kavallerie so heftig aushält, ist schon ein bisschen übertrieben. Aber okay. Ah, oh Gott. Autsch. Der feindliche General ist tot. Ja, also. So, sehr schön. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Entscheidender Sieg, Verluste 224. Ja, ist in Ordnung. Von. Ja, ja. 1500 bleiben übrig. Hm. Ja, da hat er, glaube ich, schon ganz gut gerechnet. Aber trotzdem, also bei ihm hätte ich wahrscheinlich. Ja, ein, zwei Kavalleries verloren, wie ich hier beinahe. Aber da habe ich nicht gut aufgepasst. Genau. Aha. Oh, oh, warte. Aber, ja. Also, ich bin außer Reichweite. Also, nicht außer Reichweite, dass er mir einen Hinterhalt legen kann, sondern, das ist für mich jetzt nicht gefährlich. So. Zum Rand der Welt, aha. Gut.
Dann werde ich mal hier das da einnehmen. Ausgeglichen, damit der nicht so aggressiv reingeht. Das machen wir wieder zur Rinderfarm. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Genau, da ist der fette Römer gekommen. Aber dass der immer noch die normalen Hastati hat, das wundert mich ehrlich gesagt schon ein bisschen. Ich gehe mal nach da. Finde ich in Ordnung, brauchen wir jetzt eigentlich nicht zu pushen. So, wo will ich denn dahin? Ah! Du hast jetzt ein Skill bekommen. Was bist du denn für einer? Du bist Verteidiger Pellas, das heißt Kommandant. Weil du immer mal wieder welche Moral für einen bei Entschuldigung, da waren gerade drei Sätze zusammen, die gleichzeitig rauskommen wollen. Also, Kommandant, weil er eben zu Hause bleibt und rekrutiert. Und hier eben Priesterin der Nike, drei Moral für alle Einheiten bei Kampf in eigenen oder verbündeten Territorien. Und das machen die ja. Genau, du kannst jetzt mal da rein schlawinern. Du kannst... Warte, der hat hier keinen Agent, ne? Nee. Genau, der kommt wahrscheinlich jetzt nächste Runde nach da. Aber da habe ich 14er. Zwar nicht Fullstack, aber in Ordnung. So, du passt mal hier auf. Was machst denn du hier? Scouten, wahrscheinlich. Uiuiui. Du bleibst da, du bleibst da, du... Dich habe ich schon. Okay, dann habe ich alle. Und wir sind durch. Super. So, 159 vor Christus. Der nächste... Warte, wo ist das? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich habe auf meine schlauen Zettel geschaut. Er sagt, ich habe keine Chance. Ich sage, es ist eine 50-50 Chance. Weil, wenn er seine Plänkler einsetzt, dann habe ich keine Chance. Wenn er die dumm einsetzt, wie 50% der Zeit, dann habe ich eine gute Chance. Weil, warte, ich weiß, das ist gemein, aber ich... Mach mir gerade Schokolade auf. Schokolade! Kavallerie. Gut. Okay. Entschuldigung. So. Also, Idee ist, er kommt alle mit dem Ganzen hier rein. Ich mache von hier den Deckel zu. Fertig. Wenn er es nicht macht, dann reden wir später weiter. Warte, der sieht mich von hier. Ja, wobei, es ist KI, der sieht mich überall. Ja, ein bisschen weiter. Okay, der macht's wirklich nicht clever.
Da macht's wirklich nicht clever. Gut, dass der auf die Bürgerwehr geht. Und das ist uns ziemlich egal. Und dann hole ich mal die Bürgerhobliten, Kavallerie. Die kümmern sich dann um die da. Die kommen dann hier raus. Die Männer wanken. Die gehen mal dahin. Hey, laufen, rennen, galoppieren. Also. Weiter und weiter. Ja, noch mal einmal Charge und dann ist er wirklich weg. Genau, super. Bitte schneller. Dann lasse ich die mal rumlaufen und mache hier zu. Ja, passt. Unser General wird angegriffen. Okay, der geht jetzt zurück. Dann in den Rücken rein und alles ist fein. Siehst du, er hat keine Chance. Oh. Wenn er nämlich ein Pferd erwischt, dann erwischt er alle. Das ist ein bisschen übertrieben, aber okay. Ich muss halt jetzt Gas geben, damit die nicht ausbrechen können. Das ist so ultra dämlich. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, schau, und jetzt wird der da auch gehalten, weil der zu dumm ist zum Galoppieren. Naja. Ja, cool. Fertig. Achso. Ja, noch ein bisschen Party machen. Wobei muss ich eigentlich nicht, weil ja, das sind ja eh nur
Leute in der Garnison, die kann ich ja nicht mitnehmen, deswegen bringt es da reichlich wenig, dass die aufgewertet werden. So, wie gesagt, er ist in die Falle gegangen und dementsprechend, ja, ziemlich dämlich. Gut. Jetzt muss ich ja kurz nochmal schauen, wo das war. Alter, ich habe halt fast alle platt gemacht. Uiuiui. Ah, in Susa war das. Der Susa. Ja, und jetzt pöbelt er rum, ne? Am Altar militärisches Bündnis. Militärisches natürlich. Bündnis, ja. Gut. Unsere Feinde werden beim Gedanken an eure Macht erzittern. Wollt ihr ihre Ängste nicht wahr machen und in den Krieg ziehen? Ah, die sind ja meine militärischen Verbündeten, aber nee, danke. Nee, nee, du, nee. Ich muss auch die Geister haben bemerkt, dass unsere Schatzkammer deren Forderung sind. Oh, das kulturelles Verständnis, Elendsviertel, Alexandria, ein Kindesgeborenrang erhöht. Wieso habe ich hier, letztes Mal vergessen, ne? Good job, Tobi, good job. Wo ist da? Genau, Forschungsrate. Wusstet ihr eigentlich, dass Eulen werden ja immer als so, ja, das Tier, das am schlauesten ist, gelobt. Und das ist eigentlich ein ziemlich dummes Tier. Das ist ja schon lustig. Und dass die Eule eben diesen super Ruf hat, das liegt daran, dass... machen wir automatisch, ne? Das lag an den Griechen. Die haben die Eule nämlich als... Wahrzeichen für eben Weisheit und so weiter gesehen oder integriert, sage ich mal. Und das haben die Römer übernommen, wie so eigentlich fast alles. Und ja, dementsprechend. Das Einbunkern bringt auch nichts, wenn du gleich danach fließt. Naja, egal. Gut. Ich würde jetzt sagen, da ich für insgesamt 3 Wochen vorproduzieren muss, mache ich jetzt schon Schluss. Also natürlich noch nicht für mich, sondern für euch. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, hoffe ich. Ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Und ja, nächstes Mal werden wir nach Gor und Persepolis aufbrechen und dann hier, der hat sie ja gerade übernommen. Aber wir werden den mal ein bisschen lassen und hoffen, dass die Parthier das wieder zurückerobern. Vielleicht passiert das ja. Weil der ist mir ein bisschen zu groß. Das Reich von Alexander war bis hier oben voll, auch wenn er persönlich nur eben diese Schlaufe gemacht hat und dann eben von hier nach da und nach da. Und eben in Baktria war das mit den, letztes Mal erzählt, dass Darius der Dritte eben nach Baktria geflohen ist und hoffte da eine neue Armee aufzubauen, aber die Baktrier haben ihn verraten. Gut. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.